Für Tausende von Arbeitern und Angestellten der ehemaligen Burgwartwerke war diese Einfahrt zum Werksgelände in Bremen-Sebaldsbrück Jahr um Jahr allmorgendliches Ziel der Fahrt zur Arbeit. Drei Jahrzehnte deutsche Automobilbaugeschichte wurden hier von dem einstigen Besitzer der Firma mitgestaltet, von Karl Burgwart, dessen Steckenpferd von jeher die Pferdestärken waren. Heute werden in diesen Hallen keine Autos mehr gebaut. Zurzeit wird hier das letzte Kapitel der kurzen Burgwart-Geschichte geschrieben, und zwar in einer fremden Sprache. 35 ehemalige Führungskräfte lernen seit Wochen Spanisch. Diese Männer, zum Teil haben sie bereits die 60 überschritten, wollen in Kürze in Mexiko noch einmal von vorne anfangen. Mit den Produktionsanlagen werden sie bald Bremen in Richtung Tampico verlassen. Und das genau 10 Jahre, nachdem Burgwarts erfolgreichste Konstruktion, die Isabella, aus der Taufe gehoben wurde. Das waren die Fabrikhallen des Konstrukteurs und Konsuls Burgwart, der als Sohn eines Kohlenhändlers eine Blitzkarriere machte, Multimillionär wurde und schließlich sein eigenes Werk überleben musste. Bremen und Burgwart gehörten einst zusammen. Von 1954 bis zum Zusammenbruch im Jahre 1961 produzierte das Werk allein 210.000 Wagen vom Typ Isabella. Wenngleich das sogenannte Burgwart-Programm den Löwenanteil an der Fertigung der drei Bremer Automarken hatte, konnten auch die Lloyd-Motorenwerke sowie das Goliath-Automobilwerk beachtliche Umsätze erzielen. Seit der Währungsreform bis zum Sommer 1961 verließen rund eine Dreiviertelmillion Fahrzeuge aller Typen die drei Produktionsstätten Karl Burgwarts. Aber die Vielfalt wurde ihm zum Verhängnis. Wenige Monate vor dem Beginn der Finanzkrise seiner Unternehmen wurde dem Bremer Autokönig zum 70. Geburtstag hohe Ehre zuteil. Für seine Verdienste um die deutsche Automobilindustrie in den Jahren 1920 bis 1960 wurde ihm das große Bundesverdienstkreuz mit Stern verliehen. Aber Burgwarts Stern war damals schon im Sinken. Entscheidenden Anteil am finanziellen Ruin der Bremer Automobilwerke hatte der äußerlich so gut gelungene Wurf der Lloyd-Motorenwerke, die Arabella. Das Getriebe der Arabella war fehlerhaft. Die enttäuschten Kunden verlangten daraufhin kostspielige Garantieleistungen. Das Experiment mit der Arabella soll Burgwart allein 40 Millionen Mark gekostet haben. Die im Februar 1961 veröffentlichten Berichte über die Finanzkrise der drei Bremer Automobilwerke mussten sich auf den Absatz der Burgwart-Wagen ungünstig auswirken. Der Finanzkrise folgte im Juni 1961 die Absatzkrise. Es fanden sich so schnell keine ernsthaften Kaufinteressenten, obwohl der Bilanzwert der Burgwart-Unternehmen noch ca. 470 Millionen Mark betrug. Die verzweifelten Versuche der Händler, die Produktion aufrechtzuerhalten, waren vergeblich. Schon am 12. September 1961 machte Burgwart das Unternehmen eines einzelnen Mannes Konkurs. Erfolge hatte Burgwart mit Rennsportwagen zu verzeichnen gehabt. Die ausgezeichneten Leistungen des Isabella-Motors, der im Rennwagen besonders 1955 in Mexiko erprobt werden konnte, wurden erkauft mit einer Schmälerung der finanziellen Basis. Experimentierfreude und Qualität allein genügen eben nicht, um auf dem hart umkämpften Automobilmarkt zu bestehen. Du warst zu gut für diese Welt, lautete die wehmütige Inschrift, mit der die Arbeiter die letzte Isabella, die Ende 1961 vom Band lief, bedachten. Das Ziel dieser Schlusslichter und mehrerer tausend Kisten mit Fertigungsmaschinen der ehemaligen Burgwart-Werke ist Mexiko. Nachdem der Konkurs angemeldet werden musste, gingen Werkhallen und Einrichtungen schließlich mit großen Verlusten in verschiedene Hände über. Die Produktionsanlagen für die Fertigung der Isabella und des Modells P100, des imposanten 2,4-Liter-Wagens, erwarb eine mexikanische Firma. Sie verpflichtete auch einen Teil des Fachpersonals. Ich habe 30 Jahre im Hause Burgwart gearbeitet und habe den Zusammenbruch hier miterlebt. Und bin jetzt bereit, mit nach drüben zu gehen und möchte noch einmal erleben, dass sie Isabella mit ihren guten Ruf noch mal wiederkriegt. Ja, es ist und bleibt ein Jammer, dass dieses schöne Werk ins Ausland verfrachtet wird. Wir haben aber die Genugtuung, dass der Wagen drüben in Mexiko gebaut wird. Ich bin der Auffassung, dass das Werk hier in Bremen durchaus zu halten gewesen wäre. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass die Produkte, die das Werk verlassen haben, durchaus auf dem Markt hätten bestehen können.
Der Beauftragte der mexikanischen Gesellschaft in Bremen, Hennes, sagte uns dazu. Wir sind im Januar 1963 mit der Werksverlagerung angefangen. Wir haben 48 Teilverschiffungen gehabt und dabei rund 16.000 Kubikmeter über den großen Teich gebracht. Wir sind über Monterrey, über Tambico nach Monterrey gegangen. Im Augenblick lagern hier in der Halle noch etwa 5.000 Kubikmeter Material. Davon ist schon ein großer Teil Fertigungsmaterial, was wir aus Beständen der ehemaligen Borchwardt-Werke übernommen haben. Wir haben außerdem noch 4.000 Tonnen Presswerkzeuge hier in der Halle liegen. Diese Presswerkzeuge sollen hier noch eingesetzt werden. Wir haben die Absicht, hier in Bremen zu pressen, das abgepresste Material dann nach Monterrey auf dem Schifffahrtsweg zu geben. Drüben ist dann geplant, in der Endausbaustufe 25.000 Fahrzeuge über die Bänder zu ziehen. Wir hoffen, dass wir eines Tages den Exportmarkt der Borchwardt-Werke ansprechen können und auch dort Fahrzeuge absetzen. Ob die mexikanische Isabella jemals auf unseren Straßen laufen wird, bleibt abzuwarten. Von den bewährten alten Isabellas laufen jedenfalls heute noch schätzungsweise 150.000 in fast allen Ländern der Erde. Auch Ersatzteile werden vorerst noch in Bremen für sie hergestellt. Was aber ist aus der Mehrzahl der über 20.000 Arbeitnehmer geworden? Wir fragten den früheren Betriebsratsvorsitzenden Buchholz nach dem Verbleib der Belegschaft. Ja, es war sogar sehr schwierig, für diese Menschen eine passende Tätigkeit zu beschaffen, weil alleine nicht der Arbeitsplatz eine Rolle spielte, sondern auch hier das Geld eine Rolle spielte, weil diese Menschen meistenteils alle eine größere Lohn- und Gehaltseinbuße dabei hatten. Ist es auch gelungen, die Mitarbeiter der Borchwardt-Werke wieder in entsprechende Stellungen der deutschen Automobilbranche zu vermitteln? Diese Frage möchte ich teilweise mit Ja, aber in größtenteils mit Nein beantworten, da alleine von den 24.000 Menschen, die in den Borchwardt-Betrieben beschäftigt waren, höchstens heute 3.500 bis 4.000 Menschen wieder in der Kraftfahrzeugbranche arbeiten. Alle anderen mussten anderweitig ihren Arbeitsplatz besuchen und sind ein Großteil sogar davon in artfremden Berufen wieder unter in Arbeit gekommen. Noch 2.5 Jahre nach dem Zusammenbruch vertritt man in Bremen die Meinung, das völlige Fiasko sei womöglich abzuwenden gewesen. Wir fragten deshalb Vertreter der politischen Parteien im Parlament. War der Zusammenbruch der Bremer Automobilwerke vermeidbar oder nicht? Friedrich Thielen, Deutsche Partei. Der Zusammenbruch der Borchwardt-Werke war nach unserer Meinung vermeidbar. Das Unternehmen befand sich allerdings 1961 in Schwierigkeiten wegen der fehlenden flüssigen Mittel. Der Sanierer Dr. Semmler erklärte, die Borchwardt-Werke seien gesund. Herr Borchwardt aber wurde gezwungen, völlig auszuscheiden. Zu diesem Zeitpunkt betrug das Vermögen der Werke noch etwa 200 Millionen Mark. Der Bremer Senat versprach Karl Borchwardt, sein Lebenswerk zu erhalten und bildete eine sogenannte Auffang-AG. Den Aufsichtsrat dieser neuen AG bildeten führende Fraktionsmitglieder der SPD, CDU und FDP in Bremen. Keiner dieser Herren hatte jemals in einer leitenden Stellung in einem Großunternehmen gewirkt, war also der Aufgabe nicht gewachsen. Wir von der Deutschen Partei haben vor einem solchen Wege gewarnt und es abgelehnt, in einer solchen Konstruktion mitzuarbeiten. Nicht Dr. Borchwardt hat Konkurs anmelden müssen, sondern die von den genannten Parteien gegründete staatliche Borchwardt AG. Rolf Speckmann, Freie Demokratische Partei. Borchwardt liegt nun schon lange hinter uns. Es war die Tragödie eines Unternehmers, der glaubte, mit Hilfe guter Konstruktion gegen die Autogiganten der Weltproduktion bestehen zu können. Die Gründe des Zusammenbruches sind ausschließlich betriebswirtschaftlicher und geschäftspolitischer Art und haben keinen Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen. Die Hilfe des Staates ist schließlich den rund 20.000 Arbeitnehmern und vor allen Dingen auch den Gläubigern in vollem Umfange zugute gekommen. Betrachtet man das heutige Ergebnis, so darf festgestellt werden, dass die Betriebsanlagen Borchwardts von einer Reihe potenter Firmen erworben worden sind, die zur Verbesserung unserer Wirtschaftsstruktur in Bremen beigetragen haben. Dr. Johann Kassens, Christlich-Demokratische Union.
Die CDU Bremen ist nach wie vor der Meinung, dass der Zusammenbruch der Borchwardt-Betriebe vermeidbar gewesen wäre. Es sind eine Reihe entscheidender Fehler gemacht worden, für die Unternehmensleitung und Betriebsrat gleichermaßen die Verantwortung tragen. Die Hilfeleistung des Bremer Staates war im Interesse der gesamten bremischen Wirtschaft und natürlich auch der Arbeitnehmerschaft richtig. Allein die Hilfe kam zu spät. Ich bin überzeugt, meine Damen und Herren, dass die Wahrheit über den Zusammenbruch der Borchwardt-Betriebe einmal ans Tageslicht befördert wird. Dazu werden die Abwicklung der Konkursverfahren und die schwebenden Prozesse beitragen. Wir von der CDU wünschen der Isabella in Mexiko ein besseres Gedeihen, als es hier in Bremen möglich war. Moritz Tape, Sozialdemokratische Partei. Der Borchwardt-Zusammenbruch war meines Erachtens unvermeidbar. Einmal, weil der Betrieb eine viel zu schwache Finanzdecke hatte, zum anderen, weil der Zwang zur technischen Rationalisierung bestanden hat. Allerdings sind viele entscheidende Punkte erst nachträglich bekannt geworden. Senat und Bürgerschaft mussten damals aber praktisch innerhalb weniger Stunden oder weniger Tage entscheiden. Sie standen vor der Aufgabe, den Zwang der Massenentlassung von 20.000 Arbeitnehmern zu verhindern und gleichzeitig eine krisenhafte Kettenreaktion in der bremischen Wirtschaft nicht nur, sondern auch in der Gesamtwirtschaft abzuwenden, in der Wirtschaft der Bundesrepublik. Da Bonn nicht helfen wollte, musste Bremen allein einspringen. Der Borchwardt-Zusammenbruch war die Pleite eines Privatunternehmens und nicht etwa der Zusammenbruch eines staatlichen Betriebes, wie es in der Vergangenheit oft dargestellt worden ist. Borchwardt hat Warnungen und Hinweise nicht früh genug beachtet, sich anzuschließen an stärkere Finanzgruppen, die die Erhaltung des Unternehmens hätten sichern können. Allein war das nicht möglich für den Borchwardt-Konzern.